Everyone, move together! Tres, dois, un. Hallo und herzlich willkommen zu den Sommerspielen 2017 in Overwatch. Der beliebte Spielmodus ist zurück und wieder einmal stellt sich die Frage, wer gewinnt? Team Lucio oder Team Lucio? Der Skater aus Brasilien ist allerdings nicht in der Arena, um etwa Verbündete zu heilen, sondern um einen lebensgroßen Ball ins Tor zu befördern. Angelehnt ist der ganze Modus an das erfolgreiche Autosportspiel Rocket League, bei dem ihr einen ähnlichen Ball mit einer Karre durch die Arena kickt. Dafür stehen dem schnellen DJ einige Mittel zur Verfügung. Mit der linken Maustaste boxt ihr, anstatt mit eurer Waffe zu schießen. Mit dem Faustschlag könnt ihr den Ball unter anderem bewegen. Effektiver ist allerdings die Schallwelle, die ihr mit eurer rechten Maustaste aktiviert. Dabei gebt ihr dem Ball ordentlich Power mit auf dem Weg und erzielt so im Optimalfall auch ein Tor. Mit eurer E-Taste seid ihr zudem in der Lage, kurzzeitig eure Geschwindigkeit zu erhöhen und so euren Gegenspielern zuvorzukommen. Natürlich besitzt ihr auch in Lucio Ball eure ultimative Fähigkeit. Dabei erschafft ihr aber kein Schutzschild, um Verbündeten zu helfen, sondern macht Lucio zu einer echten Sportskanone. Während der gesamten Aktivierungsdauer bewegt ihr euch extrem schnell vorwärts und könnt so zudem noch eure Schallwelle so oft benutzen, wie ihr wollt. Auch die Arena selbst bietet einige Überraschungen. So befinden sich auf dem Boden mehrere orange Platten, pro Hälfte drei. Eines ist dabei direkt vor dem Tor, damit der Torwart oder auch letzte Mann auf hohe Bälle reagieren kann. Warum? Die orangen Plattformen lassen euch hochspringen wie eine Art Trampolin. Außerdem werdet ihr nach so einem Sprung kurzzeitig schneller. Doch Moment, das ist nicht alles. Ihr könnt noch einfach an den Außenwänden der Arena entlang sliden. Das sieht nicht nur cool aus, sondern macht euch zudem sehr schnell. Eine Partie dauert 4 Minuten, wobei natürlich die Mannschaft gewinnt, die am Ende die meisten Tore geschossen hat. Schnürt also eure Skates, auf in die Arena und haut euren Gegnern die Bälle um die Ohren. Got it.